Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale Pacifist mit Little und TKB, der Katzenmensch. Hab ein Together vergessen, ich spiel immer noch egal. Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief darunter schieben? Schieben. Du schiebst den Brief unter die Tür und klopfst an. Hm? Oh, oh, oh nein, nein. Ist das ein weiterer Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Kannst du ihn nicht zurückschieben? Wie denn? Nein, ich kann so nicht weitermachen. Diesen Brief lese ich. Er ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Warte einen Moment. Sie hat eine Kettensäge. Ja, okay. Hey, wenn das ein Witz ist, dann... Oh mein Gott! Hast du diesen Brief geschrieben? Er hatte keine Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Oh mein Gott! Oh nein! Das ist sehr charmant! Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Es überrascht mich nach all den blöden Dingen, die ich tat. Eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung. Und noch weniger, das? Und dann auch noch so leidenschaftlich. Weißt du was? In Ordnung. Ich bin dabei. Das ist das Mindeste, was ich zur Wiedergutmachung tun kann. Ja, ja, lass uns daten. Absolutes Missverständnis. Ja, wieso korrigierst du das nicht? Date startet. Nein. Entschuldige. Ich muss mich noch anziehen. Wie sehe ich aus? Süß. Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Outfit zu wählen. Sie hat einen guten Sinn für... wie auch immer. Ziehen wir es durch. Date startet. Hehehe, warte. Wir können das Date doch noch nicht beginnen. Date stoppt. Ich muss dir erst Items geben, um deine Zuneigung zu steigern. Das ist keine Dating-Sim. Also hör dich hoch, dass das Date ein Erfolg wird. Richtig? Wie auch immer, keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ich habe mir einen Geschenkvorrat für so ein Date angelegt. Als erstes habe ich... ein wenig Metallpolitur. Vielleicht kannst du das nicht nutzen. Aber... ich habe hier ein wenig wasserdichte Creme für deine Schuppen. Deine, Schuppen. Naja, wie wäre dieses Reparaturset für magische Speere, das sind alle Geschenke für Undyne. Ja. Hey, vergessen wir die Items. Beginnen wir einfach mit dem Date. Date startet. Ja, lass uns, daten. Und? Drück C für das Dating-Hub. Probieren wir's mal. Nee, es passiert nichts. Magst du Anime? Natürlich. Ja. Hey, ich auch. Willst du nichts auch sagen? Hey, lass uns irgendwo hingehen. Was wäre ein guter Ort für ein Date? Ich habe es. Gehen wir auf die Müllhalde. Ja. Toller Ort. Wie romantisch. Da wären wir. Wir gehen Andai und ich immer hin. Wir finden hier immer ganz tolle Sachen. Ha, sie ist wirklich... Oh nein. Das da drüben ist sie. Ich kann mich nicht zeigen lassen, wenn ich dich date. Warum? Weil, naja... Oh nein, da kommt sie. Hey, da bist du. Ich, dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Ich werde das erledigen. Gib ihn mir. Wie? Du hast ihn nicht? Ja. Hast du sie wenigstens gesehen? Ja. In den Mülleimer. Ja? Sie muss hier irgendwo sein. Danke, ich werde mich umsehen. Und jetzt kommt die Katze zu mir. Oh mein Gott. Naja, es ist offensichtlich was. Ich, mag sie wirklich. Ich meine, mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich dachte mir, weißt du, wäre vielleicht nett eine Art Fake Date mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Wieso tut uns hier jeder Fenster un? Ja, aber echt. Wenn ich es so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. Es tut mir leid, ich habe es wieder vermasselt. Andai ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Aber ich denke, sie spielt in einer höheren Liga. Nicht, dass du nicht, cool wärst. Aber Andai, sie ist so selbstsicher, stark und witzig. Und ich bin bloß ein Niemand. Eine Schwindlerin. Ich bin die königliche Forscherin, aber... alles, was ich tat, ist, Leute zu verletzen.
Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren. Was soll ich nur machen? Sage ihr die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, hasst sie mich bestimmt. Ist das andersherum nicht besser? Eine Lüge leben, bei der beide glücklich sind? Oder mit einer Wahrheit, mit der niemand glücklich ist? Es heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich selbst nicht besonders. Ich wäre lieber jemand, der von den Leuten gemocht wird. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst. Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Dann sind alle nur wegen mir verletzt. Aber wie kann ich anderen die Wahrheit erzählen? Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es nur vermasseln. Wie kann ich das üben? So, lass uns Rollenspielen. Und dann natürlich mit Rollenspielen. Wir haben wirklich eine Wahl. Ja. Rollenspiel? Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Okay, wer von uns spielt Undyne? Na? Du spielst Undyne. Okay. Ich? Undyne? Okay. Ich sage, was ich denke, dass ich sagen würde und du zeigst mir, was ich machen sollte. Hey, Alphys, du siehst heute gut aus, sie. Was ich auf Platon nicht sage, denn ich würde dich niemals mögen. So, du willst, was wir sagen. Jo, du bist eine echt heiße Puppe. Das sollen wir echt machen, ja? Was? Alphys? Was ist denn dich gefahren? Heiße Puppe? Wie nennst du mich? Als erstes bin ich ein Puppenritter. Kapitän der Puppen. Das ist sogar ziemlich ein Charakter. Ja. Behandle mich mit Respekt oder ich strecke dich nieder. Jetzt tue ich so, als würde ich einen großen Felsen ohne Grund heben. Wie auch immer. Was wolltest du sagen, Alphys? Küssen. Alphys, küss dich. Was? Ich würde niemals... Alphys, was machst du da? Ich schiebe dich von mir weg. Du solltest mich wirklich nicht küssen. Aber du bist so gut darin. Weil du so viel von diesen Dating-Simulationen gelernt hast. Ich muss einfach zurückküssen. Inga, Inga. Ich bin Undyne und ich entscheide, wen ich umarme. Was hast du gerade gesagt? Undyne, ich habe nur... Hey, wow, warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt süß. Was ist der Anlass? Warte eine Sekunde. Habt ihr beiden ein Date? Ja? Meine Maus. Ich meine, nein. Ich meine, wir haben eines, aber... Wir hatten nur ein romantisches Rollenspiel als Undyne. Was? Ich meine, Undyne, ich habe dich angelogen. Was? Über was? Über, naja, alles. Ich habe dir gesagt, dass Algen wissenschaftlich wichtig wären, aber ich nutze sie nur, um Eiscreme herzustellen. Und diese Geschichtsbücher der Menschen, die ich lese, das sind nur bekloppte Comics. Und die Geschichtsfilme, das sind nur... Die sind nur, Anime. Die sind nicht echt. Und weißt du noch, als ich sagte, ich wäre mit dem Handy beschäftigt, ich habe nur Frozen-Joghurt in meinem Schlafanzug gegessen. Damals wollte ich Alphys. Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dafür war ich nur ein einsamer Nerd. Alphys. Undyne, ich denke, du bist wirklich cool, okay? Alphys. Und bumm. Korb. Wo kommt der her? Alphys, ich denke, du bist auch cool. Aber du musst wissen, das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. Mir ist es egal, ob du kindische Cartoons ansiehst oder Bücher liest. Für mich ist das alles nur nerdiges Zeugs. Was ich an dir mag, ist, dass du leidenschaftlich bist. Du bist analytisch. Was auch immer los ist, du kümmerst dich darum. So 100% mit maximaler Energie. Genau. Du musst mich also nicht belügen. Ich möchte nicht, dass du irgendwen noch einmal belügen musst. Alphys, ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden. Und ich habe da genau das richtige Training für dich. Wie süß. Yeah. Undyne, du willst mich trainieren? Wie? Ich? Ich mal wieder hochkommt. Ja. Na, Papyrus wird das erledigen. Bringen wir diese Knochen zum Schwitzen!
Es ist Zeit, 100 Kunden... Kunden? Runden. 100 Runden zu joggen und zu brüllen, wie toll wir sind. Was ich interessant finde, der Schal ist immer noch im Outfit. Stimmt. Bereit? Ich werde gleich die Stoppuhr starten. Nein. Ich gebe mein Bestes. Jetzt hat sie gerade den Frisk-Blick drauf gehabt. Ja. Oh mein Gott. Sie hat nur Witze gemacht, richtig? Diese Cartoons, diese Comics. Die sind doch echt, oder nicht? Anime ist echt richtig. Anime ist echt. Ich habe damals gesagt, das ist nicht echt. Haha, ich wusste es. Gigantische Schwerter, magische Prinzessinnen. Hier komme ich. Danke, dass du dich um Elfes gekümmert hast. Ich konnte zwar nicht sagen, was ich wollte, aber scheint, als würde es ihr bald besser gehen. Naja, ich gehe da mal und hole die anderen ein. Man sieht sich. Ich frag mich ja eh die ganze Zeit. Die Haare, die sie gerade hatte, ist das ihre eigentliche Frisur? Wenn ja, wo sieht man sie, wenn du sie anrufst? Was macht sie mit denen sonst? Ja, das ist schon komisch, stimmt's? Das sieht eigentlich aus, als ob sie den Rest ihres Kopfes rasiert hätte. Ich denk eher, das ist eine Perücke, das die aufhat. Also, es kann sein, dass sie eine Perücke aufhat. Sie wird immer so gern gezeichnet mit diesen roten Haaren, aber wie gesagt, ich hab das Gefühl, eigentlich das hat sie nur Perücke. Den Zopf. Ja, genau. Eigentlich hat sie nur den so Zopf. So kann ich eigentlich schon anrufen. Ja, ah, die sagt okay. Schon, die sagt ihren üblichen Spruch. So, wir speichern mal kurz. Deine Anteilnahme daran erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, oder? Ja, 8 Minuten. Gut, da können wir noch ein bisschen weitergehen. Wo sind sie denn? Müssen sie noch langsam mal einholen. Hallöchen! Wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir vertraut! Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist! Alphys und ich beendeten unser Training früh. Sehr früh. Also habe ich sie nach Hause geschickt. Ganz nach Hause. Jetzt habe ich ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest. Zu ihrem Labor. Zu Hause. Ich habe nur gute Gefühle dabei. Tschüss. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Ja. Nee, ich wollte nochmal anrufen und hinterfragen, aber nein, hat sich das Telefon geschnappt. So, ich glaube, er will, dass wir zu ihr nach Hause gehen. Ins Labor. Zu Hause, du weißt schon. Und es ist ein gutes Gefühl dabei. Tralala, ich möchte mitfahren. Nach Hotline, bitte. So, diesmal wieder das normale Boot. Du hast gerade die Katze angeschaut. Jo. Sieh du ihre Ohren. Die Tiefenfest schläft, die nicht mal ansatzweise sich... Streichel. Ja. Der Nacken streckt sich unendlich in den Kosmos. Ja. Für Person gibt es immer so ein paar Hinweise über das Spiel. Kümmere dich nicht darum. Also ums... Und die Secrets. Sonst ist die eigentlich nur mit einem Ohr hellhörig, aber irgendwie... Die ist ja total weg. Ja. Mal gucken, ob wir nochmal mit dir fahren. Ich glaube, das müssten wir eigentlich nicht. So. Normalerweise müsste ich jetzt ins Badezimmer gehen, aber lass ich mal gucken. Ein Zerknüttel der Nachricht liegt im Mülleimer. Es ist eine sehr seltsame Handschrift. Hier steht... Ich weiß, was du getan hast. Was war das jetzt? Dam, dam, dam. So, wir lesen diese Notiz gleich. Ich will nämlich noch was schauen. Ob das jetzt geht mit dem Band? Ah. Das. Scheint, als würde Metaton repariert werden. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Nee. Nö. Ja, was machst du da? Da kann ich ja gerade so, Mann, wie nutz bescheuert das Band, hast du... Das geht doch schneller. Stimmt, wie bescheuert hast du eigentlich dein Labor gebaut, Elvis. So, dass man sich kaum bewegen muss wegen der Förderbänder. Guck dir an diese Schalen an. Stimmt, alles Nudelsuppe. Du weißt doch, bevor ich dich besudelpuppe, esse ich erst eine Nudelsuppe. Das ist eine Notiz von Elvis, auf der ich gerade rumstehe. Lesen? Aufgrund der Handschrift ist es kaum zu entziffern, aber du gibst dein Bestes. Hey, ich danke euch für eure Hilfe vorhin. Leute, eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. Aber egal, wie schwer es mir fällt, das zu sagen. Ihr alleine könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehlern stellen. Ich werde jetzt damit anfangen. Ich möchte etwas klarstellen. Es ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt,
betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Ihr verdient es alle, zu erfahren, was ich tat. Das ist alles, was sie schrieb. Das mache ich mir Sorgen. Moment mal. Die war die ganze Zeit in diesem Zimmer. Und das ist ein Fahrstuhl? Ja. Okay. Warnung, Warnung. Aufzug verliert Strom. EM-Zeitstabilität verloren. Was, die EM ist nicht mehr stabil? Höhenverlust. Aber ich will doch später das Spiel gucken. Ja, ich auch. Nicht. Wo sind wir hier? Können wir anrufen? Wie konnte die Tür aufgehen ohne Strom? Seltsam. Die muss mechanisch sein. Ja, da geht's nicht einfach auf. Eintrag Nummer 1. Es ist soweit. Zeit, das zu tun, was mir der König auftrug. Ich werde die Macht erschaffen, die uns alle befreien wird. Ich werde die Macht der Seele erwecken. Eintrag Nummer 2. Die Barriere ist durch Seelenkraft versiegelt. Unglücklicherweise kann diese Kraft nicht künstlich umgewandelt werden. Seelenkraft kann nur von etwas genutzt werden, was einst gelebt hat. Um mehr zu erschaffen, müssen wir das nutzen, was wir haben. Die Seelen von Monstern. So, jetzt liest du mal den nächsten, ich hab zu viel Text. Gut. Eintrag Nummer 3. Aber die Seele eines lebenden Monsters zu extrahieren, würde irrsinnige Macht benötigen. Zudem ist es unpraktisch, denn das würde den Wirt der Seele zerstören. Und mit Ausnahme der standhaften Menschenseelen, würden die Seelen der meisten Monster sofort mit dem Tod verschwinden. Wenn ich es nur schaffen würde, Monsterseelen beständig zu machen. Eintrag Nummer 5. Ich habe es geschafft. Mit Hilfe der Blaupausen habe ich es endlich aus der menschlichen Seele extrahiert. Ich denke, das ist es, was ihren Seelen die Macht gibt, nach dem Tod zu bestehen. Der Wille weiterzuleben, der Entschluss, das Schicksal zu ändern. Nennen wir diese Kraft Entschlossenheit. Wir hatten nicht gedacht, dass diese Entschlossenheit wirklich eine Sache ist, oder? Ja. So, jetzt lassen wir mal kurz die Musik anspielen und dann feuchern wir ab, denn wir haben nur noch wenig Zeit, stimmt's? Ja. Ich werde schon mal den da benutzen. Chips für 25G kaufen? Ja, gern. Der Snackautomat gibt einige Chips aus. Hier können wir nichts machen. Noch ein Eintrag. Generatorraum. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Aufzug. Energieverlust. Zentrum betreten. Das ist alles, was du entziffern kannst. Es ist eine künstliche Pflanze. Ja, ein bisschen was von Biohazard-Vibe. Ja, es ist eine künstliche Pflanze. So, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.